Willkommen zurück zu Let's Play Batman Arkham City. Heute mit dem das erste Jahr Kostüm. So, wo geht es denn als nächstes hin? Ja, okay, als nächstes gehen wir dann mal zurück zu Bane. Man spürt, wie alles den Bach runtergeht. Mal gucken, wie weit er jetzt schon mit den Titanbehältern ist, ob er auch alle seine fertig hat. Hier kommt doch bestimmt auch eine Riddler-Trophäe. Falsche Richtung. Ja, wusste ich's doch. Oh, okay, ich konnte es doch greifen. Gut, dann lande ich halt kurz drauf. Und das war nichts. Da vorne irgendwo, ja, der Kran dort vorne. Der. Ihr seht den Haken und da seht ihr auch noch das Stromteil. Dort war ja auch mal eine Riddler-Trophäe. So, nehmen wir uns die einmal mit und dann hier runter. Hier ist auch noch eine. Wie scheiße. Ist doch kein Wunder, dass ein paar von den Irren lieber Menschen fressen. Okay, aber ich habe eine Idee, wie man das machen kann. Ja, so nicht. Sollte relativ egal sein, auf welchem man landet. Dann machen wir das mal hier. Wieso sind wir eigentlich immer noch hier drin? Arkham City wird doch geschlossen, oder? So. Und noch einmal. Lieber bei den Türmen. Und da rechts sehe ich noch eine, die holen wir auch gleich. Okay, toll. Nicht geschafft. Liegt denn hier überall grüne Fragezeichen? Ja, natürlich. Das hat gezählt. Natürlich hat das dir gezählt. Eigentlich ja komplett woanders gelandet. Ich hasse diesen verdammten Schnee. Und einmal noch. Und dreimal noch. Oder zweimal. Die Fledermaus. Was? Es ist Batman. Ach, die haben mich gesehen. Traust dich wohl nicht, wie ein Mann zu kämpfen, Batman. War klar. Jeder weiß das. Und na endlich. Hat ja lang genug gedauert. Na los, lauf, versteck dich, wir finden dich. So, hier oben ist noch eine. Und danach geht's wirklich jetzt mal zu Bane. Falsch. So, das ist nicht wirklich schwer. Und es ist auf jeden Fall geschafft. Feiges Huhn, hast wohl Schiss, um hier unten mit mir zu kämpfen? Wie war das? Komm her. Ich mach ihn fertig. Oh, das sind ja Leute vom Joker. Sterben. So, bleib liegen. Okay, das war nichts. Und der letzte. So, Bane, wie weit bist du? Erzähl es mir. Achso, ich dachte, Bane ist nicht da. Ich habe die Behälter zerstört, Bane. Gut. Gib uns das Titan, Bane! Hilf mir, Batman! Wir dürfen nicht zulassen, dass diese Marionetten das Titan stehlen! Ja, das schaffst du doch allein.
Das würde er echt ohne Probleme einfach alleine schaffen. Oh ja gut, der fliegt direkt mal durch den ganzen Raum. Bane besiegt niemand. Ich bin auch ganz vorsichtig. Hier interessiert gerade, kann Bane mich auch verletzen? Das Titan ja, kann er. Das wird wehtun, Batsy. Aber tut nicht allzu sehr weh. Ich töte dich voll. Er schont Batman. Mehr oder weniger. Du dringst in mein Zuhause ein? Au. Na, Angst? Eher nicht. Au, okay. Langsam reicht doch mal. Das wird wehtun, bescheuerte Fledermaus. Bane, werf die Gegner hier auf mich. Ich schicke dich in Einzelteilen zu deinem Herrn zurück. Du wirst hier sterben. In den Aua. Ja, falsch. Aus dem Weg, Batman. Hörst du mal auf? Hallo, Bane, steck nur mich. So. Ja, mach du das mal. Bane besiegt niemand. Kriegt Bane es überhaupt? Ja, okay. Wie gesagt, ich habe meine vernichtet. Ich nehme an, du hast das auch getan. Ja, das könnte man sagen. Titan ist zu mächtig, um meinen Gegnern in die Hände zu fallen. Ich brauche es für mich. Jetzt sei so nett und stirb! Nein! Ich wusste, dass man dir nicht trauen kann, Bane. Daher habe ich dich benutzt. Was? Ganz einfach. Du hast das restliche Titan gefunden. Jetzt kann ich es zerstören. Halt! Kann Bane doch ganz einfach ausbrechen. Na gut. Ja, super gemacht, Batman. Da gehört das auf jeden Fall hin. So. Minus 3. Wieder daneben. Wen willst du noch irgendwas dazu sagen? Nein? Auch gut. Bane ausgeschaltet, Fallakte geschlossen. Hab dich gewarnt, Bane. Befrei mich! Nein, du kommst irgendwann frei. Mir fehlt die Zeit, auch noch gegen dich zu kämpfen. Nein! Doch, Bane. Das kannst du mir nicht antun! Und doch kann ich und ich tue es dir an. Ist hier noch was? Eine Riddler-Trophäe scheint dir nicht mehr zu sein. Dann ist Bane jetzt abgeschlossen. Und dieser Ort auch. So, dann mal gucken. Wir bräuchten ja mal irgendeinen Riddler-Typen. So, haben wir das ja vor... Geh an das Telefon und zwar schnell, Batman! Oh, wo? 235 Meter. Nach links. Da unten ist noch eine Riddler-Trophäe. Und hier oben auch. Ach, wisst ihr was? Wir haben so viel Zeit. Ja, so jetzt so nicht. Den nehmen wir kurz mit.
Oh. Hast es geschafft. Ich glaube, ich erzähle weiter. Ich habe das Bedürfnis, ach so, stimmt, zu reden, das muss man machen. Vielleicht sogar zu beichten. Ich war reich und allein, aber natürlich nicht lange. Ich entdeckte das Glücksspiel. Vielleicht entdeckte es mich. Wäre ich gut darin gewesen, wäre ich heute vielleicht nicht das, was ich bin. Während mein Leben aus den Fugen gerät, schmiedete ich einen verzweifelten Plan. Ich wollte das Geld meiner Eltern zurückbekommen, wieder glücklich sein. Es hat natürlich nicht funktioniert. Das tun solche Pläne nie. Und wie ich an diesem heißen Sommertag vor der Iceberg Lounge stand, verspürte ich etwas. Vielleicht Hoffnung. Signal verloren. Okay. Das sind meine verdammten Kippen. Hatte ich nicht gesagt, dass du mir das hier holen sollst? Was ist passiert? Ich konnte keine finden. Bitte, ist nicht meine Schuld. Außer dir sehe ich hier keinen. Du bist derjenige, der nicht getan hat, was er tun sollte. Das heißt dann wohl, dass du auch derjenige bist, der leiden wird. Oh, bitte. So, wer leidet jetzt? Ah. Oh. Ist der, was ist da durch? Passt der Batarang da durch? Komischerweise nicht. Jetzt, Blackgate, ein neues Gefängnis? Nach all dem, was hier passiert ist, wird doch keiner so blöd sein und ein Gefängnis bauen. Oh, geschafft. Okay, gut. Zwei Riddler-Typen. Allerdings haben die wahrscheinlich Waffen. Ich dachte, dass er mich umlegen würde. So. Aua. Wir lassen uns verrecken. Ich weiß es. Okay, so. Okay, also man kann die hier mit dem Unterbrecher unterbrechen. Die Annäherungsminen. Wusste ich auch noch nicht. Ich war bei der Explosion wohl im Turm. Dann ist er jetzt über ganz Arkham City verteilt. Okay, der Typ jetzt steht hier so schön alleine. Oh, jetzt irgendeine Tür. Jetzt interessiert mich, was in dieser Tür ist. Genug Schnee. Entdeckung, es ist Batman! Ja, hier ist Batman. Richtig erraten. Es ist Batman! Ja, blöd, wenn man hier nicht herkommt, ne? Ich hab's doch gesagt, es ist Batman! Schnapp ihn! Und dem interessiert's auch nicht. Bin dort ganz hinten. Aua. Liegen lassen? So. Wenn du mich anlügst, musst du auf Flüssignahrung umsteigen. Bitte, ich sag dir alles, was ich weiß. Gut. Das hier ist schlimmer als jeder Knast und ich hab sie alle gesehen. Und die beiden hier hätte ich auch gerne noch kurz. Ja, wobei, ja, doch, nee, doch nicht. Wie sind wir, dann kommen dort plötzlich noch zu viele und, nee, das lassen wir. Wir gehen jetzt hier mal rein, falls es geht. Catwoman sieht heiß aus. Wie kann es sein, ja, was willst du? Oh Gott. Hier gibt es nichts zu sehen. Du solltest abhauen. Okay, jetzt will ich erst recht rein. Vielleicht gibt es ja irgendwo noch eine Hintertür. Joker, woher wollen wir wissen, dass es nicht drei sind? Vorsicht, Batman ist hier! Ah, sei ruhig.
Hast du sehr früh bemerkt. So, und jetzt merkst du gar nichts mehr. Ah ne, da nicht hin. Da hoch. Scarecrow hier ist. Die ganzen anderen Spinner sind ja auch hier. Nein, das war schlecht. So Sass. Hier, Mr. Sass, bitte warten. Tut mir leid, er ist gerade nicht zu sprechen. Du musst das Telefon finden. Mach ich gleich. Ich will ganz kurz die Riddler-Trophäe, bitte. Und die, da will ich auch noch rein. Ach, verdammt, das ist sehr weit weg. Das ist zu weit weg, da kann ich mir keine, nicht wirklich Zeit lassen. Da unten links sehe ich auch noch ein, zwei Riddler-Trophäen. Vielleicht sogar drei, vier. Sind einige dort. Und hier oben ist auch noch eine. Und da dort ist eine für Catwoman. Die Iceberg Lounge war gefüllt mit dem ekelerregendsten Fleisch der Menschheit. Hier konnte man alles bekommen. Vorausgesetzt natürlich, man hatte das Geld. Am Anfang sah es so aus, als würde ich gewinnen. Ich hatte gute Karten und schnell spielte ich am Tisch des Eigentümers. Aus irgendeinem Grund dachte ich, dass ich gewinnen könnte, dass er fair spielen würde. Ich sah mich am Tisch um, sah die Leute, gegen die ich spielte. Profispieler, Kriminelle, Prinzen und der abstoßende Zwerg, dem der Laden gehörte. Einer nach dem anderen stiegen sie aus. Die Pokerchips türmten sich und es hieß er gegen mich. Okay, das war schon. Die Fledermaus ist hier! Die hat mich so lange angeguckt und nichts gemacht. Ah. Jäger ist voll. Ausrüstung. Freeze-Mine mit Annäherungszünder machen wir mal. Bezirksanwalt Spezial. Zwei Stimmen zum Preis von einer. Ich werde dich finden. Ja, viel Spaß dabei. Hast wohl zu viel Schiss, um zu kämpfen. Warum? Wofür ist das hier? Muss raus aus diesem Irrenhaus. Batman! Es ist Batman! Ja, okay, wir wissen es langsam. Und da ist auch noch eine. Oh. Au. Brown ist tot, dass ich das noch erleben darf. Okay, das wird nichts. Kann ich die einfrieren? Nein. Hacken kann ich die auch nicht. Wenn ich Bruce Wayne finde, sacke ich die Belohnung ein und kaufe mich. Ach so, ja, frei. Gut, logisch. Schnell, bevor die wieder funktioniert. Ja, gut, jetzt funktioniert die auch nicht mehr. Vorne sehe ich noch eine Kamera. Arkham City jetzt das sagen. Hä? Ah, toll, ja, ich bin da an so einer Kante hängen geblieben. Oh, okay. So, jetzt aber. Wo du auch bist, Batman, ich werde dich finden. Oben habe ich noch eine gesehen. Nur zu, lauf, versteck dich. Explodiert ist. Dachte ich, wir würden drauf gehen. Wo du auch bist, Batman, ich werde dich finden.
Mehr ist er aber anscheinend nicht. Aber hier oben auf dem Dach habe ich noch eine gesehen. Eine Riddler-Trophäe. So ist Batman hier. Oh, hier waren wir schon mal. Ich glaube, ich habe es ja nicht verstanden damals. Ach, toll, die haben auch noch ein Dach. Ich verstehe es übrigens immer noch nicht. Müssen wir jetzt zurück nach Blackgate? Was ist mit der alten Anstalt? Gibt es die noch? Aber ich habe eine Idee. Oh, das wollte ich nicht. Aber nee, ich habe immer noch keine Ahnung, wie das funktionieren soll. Aber ich teste mal was. Okay, ich weiß, wie es geht. Man kann diese Fragezeichen mit Explosivgel ausschalten. Ja, ist doch egal. Und so geht das nämlich. Riddler-Trophäe. Ja, noch. Ach, hier sind wir jetzt wieder. Aber für Catwoman wollen wir jetzt noch nicht wechseln. Das haben wir. Hier vorne ist noch irgendwas. Vom Riddler. Ah. Dass da auch niemand anders reingeht. Dass da nur Batman rangehen kann. Oh, dort vorne ist noch einer vom Riddler. Nein, runter da. Schnell, bevor er auflegt. Mein Fleisch hofft, dass du versagst, Batman. Tust du das, Klingeling? Bestimmt nicht. Ist er weit weg? Naja, geht. Ein bisschen weiter weg als der davor. Da ist auch noch eine. Da rechts, ja, da rechts war auch noch eine. Und aus welchem Grund auch immer führt mich das direkt wieder in das Industriegebiet. Das kann jetzt nicht wahr sein. Ich muss mich beeilen. Schnell, 10 Sekunden noch. Okay. Ihn damals schon Pinguin. Er hatte natürlich noch beide Augen. Es war vor seinem kleinen Unfall. Und er blickte mich mit ihnen an, als ich meine Karten aufdeckte. Erst die Kreuz 6, dann die Karo 6. Er sah verängstigt aus. Er lehnte sich nach vorne und ich konnte seinen zigarrenverpesteten Atem riechen. Die Pik 6... Und zum Schluss die Herz-6. Ich fühlte mich gut. Und dann begann er zu lachen. Er rülpste Qualm aus, während er seine Karten aufdeckte. Karte um Karte verlor ich den Mut. Eine 3, eine 4, eine 5, eine 6, eine verdammte 7.
sein Straight Flush hatte mich erledigt. Ich war am Ende und wurde raus aus der Stadt geworfen ohne einen Penny. Ja, sind wir doch dieses Mal weit gekommen. So, das hier oben habe ich eben noch bewusst zerstört. Wie soll ich da oben rankommen? Na gut, ich habe eine Idee. Nämlich ganz einfach so. Na gut, von dort oben hätte ich wahrscheinlich auch einfach anfliegen können. Das wird nichts. Wo du auch bist, Batman, ich werde dich finden. Wie soll das denn funktionieren? Und doch vielleicht von dort oben. Vielleicht ist das besser. Man spürt, wie es hier verliebt. Hat man einen jetzt geraderen Weg. Schlimmer wird. Nee, das ist nicht möglich. Dann machen wir was anderes. Oh, verdammt. Für diesen reichen Bastard allein. Okay, ich dachte eigentlich mit dem Seilwerfer. Er ist also zurück. Erklärt einiges. Oh, ich habe überall in Arkham City diese komischen Fragezeichen gesehen. Gut, das war jetzt nicht geplant, dass ich das hier finde, aber. Oh, gut, stimmt ja. Da stehen ja noch Leute mit Waffen. Hab ich schon ganz vergessen. Und geschafft. Oh. Ja, da oben aufs Dach, bitte. Kamera. Dann würde ich gerne hier drauf. Stopp. Da nicht hin. Denn vielleicht von dem Dach hier oben. Ist das wirklich der Münztelefonmörder? Ja, das geht nicht. Aber das hier geht. Auch nicht. Hast du. Wie soll das bitte funktionieren? Okay, das hier ist ein bisschen niedriger, diese Wand. Aber von hier aus kann ich den Seilwerfer nicht nutzen. Oh, aber von hier vielleicht. Ja, doch, doch, doch. Ja, das ist es. Nicht. Muss ein bisschen niedriger. Aber auch nicht zu niedrig. Ich erinnere mich noch an die Zeit, als hier noch keine Mauer stand. War auch nicht besser. Ich versuch's mal von so einer Lampe hier. Okay, ich glaube, von dort aus kann ich den Seilwerfer nicht. Ja, geht nicht. Gibt es hier ein Loch in der Decke? Nein. Vielleicht kann man das hier irgendwie. Nee, dann, ich muss das schon berühren. Wenn Batman hier ist, muss noch irgendwas anderes passiert sein, oder? Okay, wenn ich es jetzt nicht schaffe, dann beende ich erst meinen Part und dann. Machen wir wann anders hier weiter. Das war eigentlich gar nicht so schwer.
Ah, okay, ich verstehe. Ich verstehe es, okay. Okay, okay. Dieser Ort wird von Tag zu Tag gefährlicher. Wir dürfen die roten Platten dort nicht berühren. So nämlich. Und da haben wir sie, und hier beende ich denn jetzt erstmal den Part.